Guten Tag und herzlich willkommen zurück zur sechsten Staffel von Stranded Alien Dawn. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind gerade dabei, uns ein wenig um Klamotten zu kümmern, denn wir können mittlerweile die richtig, richtig guten Klamotten herstellen. Zum Beispiel die Kohlenstoffweste, Kohlenstoffhose und so weiter und so fort. Das ist wichtig, denn wir haben grundsätzlich eigentlich zu wenig Klamotten und diese beste Rüstung, die hilft eben auch so ein bisschen gegen Angriffe. Sprich, wenn man dann doch mal angegriffen wird, bekommt man ein bisschen weniger Schaden. Das ist natürlich sehr gut. Hier machen wir mal eben noch ein bisschen die Strohhüte für den Sommer, falls wir hier unten nicht ganz durchkommen. Denn hiervon brauchen wir natürlich ein bisschen was. Wir werden mal hier auf 8, naja, wir gehen mal hier auf 100 hoch, würde ich sagen. Ja, wir gehen mal hier auf 100 hoch. Das sollte ja relativ schnell gehen. Die Metalllegierungen sind da eher unser Flaschenhals. Da können wir auch eigentlich... Setzen wir einfach hier mal noch einen zweiten daneben, würde ich sagen. Einfach damit es mal ein bisschen schneller geht. Hatte eigentlich gedacht, einer würde reichen, aber so kommen wir da ein bisschen schneller voran. So, was wir jetzt natürlich auch noch tun, sind zum einen Waffen herstellen, klar. Da geht aber noch nicht so viel, weil uns noch immer hier die Energiekristalle fehlen. Die kommen aber mit Sicherheit. Warte mal, wir können natürlich auch, wenn wir wollen, hier noch einmal ein Stückchen vergrößern. So, das kann nicht schaden. Wir könnten dann Rita auch einmal sagen, sie soll es anpflanzen. Wobei jetzt im Winter lohnt sich das, glaube ich, nicht so wirklich. Machen wir mal im nächsten Frühling. Dann würde ich ganz gerne jetzt einmal hier komplett durchforsten, was wir denn schon gebaut haben und was wir noch nicht gebaut haben. Also was uns letzten Endes hier noch fehlt. Hier gibt es ja noch einige Sachen. Wir haben, glaube ich, einiges noch erforscht, was wir eben noch nicht gebaut haben. Und das würde ich ganz gerne jetzt mal nachholen. Und hier, eine Expedition würde ich auch ganz gerne nochmal machen. Und da würde ich vorschlagen, wir schicken einmal Rita los zum Erkunden. Wir schicken Rita einmal auf Expedition. Mal gucken, was sie so findet. Jetzt im Winter können wir das ganz gut machen. Sie hat ja auf den Feldern gerade nichts zu tun. So, und dann werden wir einmal hier schauen, ob wir noch irgendwas anpflanzen können oder irgendwas nutzen können, was wir noch nicht nutzen. Schwurschwämme haben wir hier hinten. Die neue Heilpflanze haben wir hier angepflanzt. Das passt soweit alles. Tierhaltung brauchen wir nicht großartig was. Gefrierschrank haben wir. Unterkünfte, ach guck mal, siehst du gerade. Was haben wir hier? Kleine Nadelbäume. Kleine Nadelbäume? Moment mal, sind aber keine kleinen Nadelbäume hier. Das sind... Und stand da nicht kleiner, immergrüner Baum? Warte mal. Ne, es sind tatsächlich kleine Nadelbäume, aber irgendwie das Bild, das passte da ja irgendwie nicht so richtig dazu, ne? Hier werden wir schon mal das Pflanzen, werden wir schon mal hier lassen. Brauchen wir nicht mehr. Naja gut, okay, den möchte ich nicht anpflanzen, den kleinen immergrünen Baum. Wir können mal gucken, was haben wir hier Neues. Wir können, Beton haben wir Neues, so in der Theorie zumindest. Kohlenstoff, aus Kohlenstoff werden wir unsere gesamte Base bauen. Hier ein paar Sessel können wir uns mal hier reinzimmern, würde ich sagen. Einfach damit es den Leuten mal ein bisschen besser geht. Schöne, gemütliche Ledersessel. Wie sieht es eigentlich hier hinten aus? Können wir hier noch irgendwie was machen? Wir könnten... Ah, nicht so wirklich, ne? Hier ist irgendwie nicht wirklich Platz. Wir könnten... Raumschiff drüber, ja, geht mal sofort dahin. Wir könnten natürlich hier noch ein Stückchen weiter raus ausbauen. Gucken wir mal. Denn, funktionierende Hightech-Waffe, ja gut. Es ist natürlich ganz schön, wenn die auch jeweils ihren Sessel hier im... in ihrem Zimmer haben, aber wobei, die können wir, glaube ich, zuweisen, ne? Warte mal. Möbel, Sessel, Leder. Einmal hier, einmal da und ich sehe einen Angriff. 62, wow. 62 Fliegende und noch ein bisschen was auf dem Boden. Ja gut, wir gucken mal. Ich bin vor allem gespannt, ob wir hatten nämlich weiterhin kleine Patches so zwischendurch, ob wir mittlerweile wieder das Problem in Anführungszeichen haben, dass die Viecher von oben angreifen, ne? Und nicht einfach nur über den Boden flattern. Das müssen wir uns gleich mal angucken. Nicht so von Vorteil ist auch, dass Rita nicht da ist, ne? Das ist natürlich eher super optimal.
Hier können wir einfach sehen, ob wir dann zuweisen können. Ich meine, das geht. Dann wäre es nämlich kein Problem, weil ansonsten ist es ein bisschen doof, wenn unsere Survivor, also wenn hier zum Beispiel Vivian schläft und Racker hat mal Bock, sich auf den Sessel zu setzen und dann kommt er bei ihr mitten in der Nacht rein und sie wird gestört. Das ist halt auch wieder suboptimal. Aber sie kriegen jetzt auf jeden Fall hier mal so einen schönen Ledersessel hinplatziert. Dafür haben wir natürlich nicht genug Leder, wird sich aber ändern. Wir können einmal die Kohlenstoffweste jemandem verpassen. Da würde ich doch fast mal sagen. Ja, ist im Grunde genommen egal. Wir lassen einfach mal die Klamotten, die sie jetzt alle anhaben, die lassen wir einfach mal kaputt gehen. Und danach sollen sie dann. So. Euch schon mal alle einberufen. Kommt mal alle hierher. Ihr stellt euch mal hier hin. Dich berufen wir auch ein. Ihr stellt euch dahin. So, einmal nochmal hier hinsortieren. Ihr sollt wirklich alle hier draufstehen nach Möglichkeit. Ich hoffe zumindest, dass das noch immer einigermaßen funktioniert. Schön wär's. Gucken wir mal. Ich setze jetzt alle Hoffnung auf Racker, dass der uns. Moment mal. Wir müssen das hier öffnen. Wir müssen das auf jeden Fall öffnen. Ich stelle mal alle Hoffnungen setze ich auf Racker, der uns hoffentlich die Viecher hier reinholt. Ja, das wäre jetzt vorne nach hinten losgegangen. Ne? Wenn hier zugewiesen wäre, hätten sie natürlich hier den Zaun angegriffen. So, dann schauen wir mal. Vor allem, wo die Viecher denn lang fliegen. Okay, sie bleiben tatsächlich wieder auf dem Boden. Das finde ich sehr, sehr interessant. So langsam glaube ich doch, dass es beabsichtigt ist. Was mich allerdings sehr wundern würde, ehrlich gesagt, weil das ist alles andere als sinnvoll. Meiner Meinung nach, ich meine, es ist natürlich schon wirklich herausfordernd, wenn die Viecher. Ah, das ist schlecht. Dass die uns jetzt hier wieder versuchen, die Flammenwerfer kaputt zu machen. Beziehungsweise sogar tun. Frachtkapsel ist okay. Ja, das ist natürlich bedeutend herausfordernder, wenn die Viecher tatsächlich über Zäune drüber fliegen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, so ist es schon sehr, sehr einfach. Ne, ich möchte mich darüber jetzt nicht beschweren. Wir haben dadurch auch einiges geschafft, was wir sonst nicht geschafft hätten. Definitiv. Aber es ist eben. Ja, es ist eben. Es ist einfacher. Es ist eindeutig einfacher. So, ihr könnt euch mal alle hier hinstellen. Um die ganzen Viecher mal wegzuhauen hier. So, Flammenwerfer haben sie trotzdem zerstört, aber ist ja nicht so wild. So, fehlt nur noch der eine hier unten. Ihr schießt ordentlich daneben, das ist nicht so der Hit, aber was soll's. Einberufung aufheben und wir können einmal die Scherenhänder-Zerstörer und die Junos können wir einmal schlachten. Denn wie gesagt, die brauchen wir weiterhin. Das brauchen wir, das benötigen wir. Das ist wichtig. Sowieso verwunderlich, dass das da nicht offen ist, ne? Es kann eigentlich die ganze Zeit offen sein. Hier hinten ist ja schon zu. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. So, wunderbar. Ihr werdet geheilt. Ein paar Verletzungen gibt's, aber das ist alles überhaupt gar kein Problem. Wir haben ja ausreichend erste Hilfe, wie wir sehen. Hier müssen auch nochmal langsam die Betten gefüllt werden. Die Regale gefüllt werden. Die Betten natürlich auch. Die Regale müssen gefüllt werden hier mit den ganzen medizinischen Dingen. Hier könnten wir natürlich auch nochmal ein bisschen. Hier könnten wir theoretisch auch noch ein bisschen aufteilen, ne? Wisst ihr was? Das machen wir auch einfach mal. Wir werden mal hier Folgendes tun. Wir werden mal hier. Beim ersten lassen wir einfach mal alles zu. Beim zweiten lassen wir. Nur die. Warte mal, 1, 2, 3. Wir haben ja vier unterschiedliche Sachen, ne?
Warte mal, lassen wir mal das zu und hier beim letzten lassen wir mal nur die zwei zu. So, dann haben wir im ersten alles, im zweiten nur das und im dritten nur das. So machen wir das. Wir können natürlich auch einfach mal hier den Kram einfach kopieren und das hier reinsetzen und das dann da reinsetzen und dann kopieren wir hier nochmal. Kopieren. Hier nochmal die Mitte einfügen. Einfügen und hier links können wir es so lassen, wie es ist, ne? Ja, genau. So machen wir das mal. Dann wird hier nämlich auch ein bisschen aufgeteilt. Dann haben wir nämlich in jedem Schlafzimmer alles. Nein, haben wir nicht, weil hier natürlich jetzt die Heilsalbe nicht reingeschmissen wurde, sondern ausschließlich. Naja, ist ja auch nicht so wild. Vielleicht wird dann so ein bisschen aufgeteilt. Es ist ja alles nicht so wild. So, dann gucken wir mal weiter, was wir noch so Schönes bauen können, was wir aber noch nicht gebaut haben. Das war jetzt gerade so mein Thema. Wie sieht es eigentlich mit dem Dach aus? Das ist schon dicht, ne? Ja, gut. War mir jetzt nicht mehr ganz so sicher. Das haben wir alles gebaut. Ein Schlagpfahl. Sehr interessante Bezeichnung. Haben wir bisher noch nicht. Könnten wir uns aber hier einmal hinsetzen. Dann können die Leute auch mal ein bisschen drauf rumprügeln. Vielleicht hilft's ja. Dann können wir noch ein paar mehr Statuen, beziehungsweise, ja doch, zwei haben wir schon. Aber wir könnten natürlich ein, zwei mehr Statuen hier hinbauen, aber ist irgendwie auch nicht nötig. Die hier baue ich ungern, weil da die Waffen schnell von kaputt gehen. Ölwandlampe, das sieht auch soweit alles ganz gut aus. Wir können natürlich ein bisschen Energie auch mal nach hier vorne schaffen. Ein paar Scheinwerfer hier vorne reinzimmern. Ich nehme an, das würde auch ganz gut helfen. Da müsste man nur mal gucken, wo man die am besten hinsetzt. Wir könnten einmal hier reparieren natürlich, das ist klar. Da fehlen uns allerdings Metalllegierungen. Da haben wir jetzt aber mittlerweile hier auch zwei von den Öfen. Also die sind die ganze Zeit am Tun und am Machen. Geforscht wird auch noch. Verbesserte Railgun. Sora sitzt auch dran. Sehr schön. Rita kocht. Das ist auch gut. Hier haben wir sämtliche Grenzwerte erreicht. Können wir mal gucken, ob wir noch irgendwas Neues haben. Nein, haben wir bisher nicht. Was fehlt denn dafür noch für diese richtig guten? Flambierte Früchte zum Beispiel. Ach, Bier. Naja, klar. Ist ja Wunder. Ist ja klar. Natürlich fehlt der Alk, ne? Gutes Essen hat immer Alk. Hauen wir das Bier einfach mal rein. So. Ja, dann würde ich ganz gerne tatsächlich mal so langsam hier so ein bisschen einen schönen Draht hinziehen. Wobei, kostet uns, glaube ich, Metall, ne? Zumindest wenn wir es aus Metall bauen. Kostet uns, lass uns mal gucken, hier, wo ist er hier? 15 mal, ja gut, das ist natürlich jetzt gerade ein bisschen schlecht, weil wir so viel Metall verbrauchen. Na, dann widmen wir uns dem mal ein bisschen später. Was wir allerdings machen könnten, ist hier so Notfall-Dieselgeneratoren einmal reinschmeißen in die Bude. Mache ich immer sehr gerne, Notfallgeneratoren. Wie viele bauen wir da? Ich denke mal, da werden zwei, drei werden reichen. Wir setzen mal zwei. Achso, hier kann man. Gut. Nee, warte mal. Wir setzen mal. Ja, reichen die Batterien? Das ist eben auch so die Frage. Ich denke, wir werden uns sowieso nach hinten raus noch einen Batterieraum bauen müssen. Heißt, wir pflanzen uns hier und wir pflanzen uns dort einmal einen Generator hin. Und hier ganz genauso noch einmal. Und dann benötigen wir allerdings noch einmal einen Sensor für niedrigen Batteriestand. Der ist sehr praktisch. Den können wir uns hier irgendwo hinzimmern. Den zimmern wir uns am besten hier einmal hin, würde ich sagen.
Und der meldet uns dann, wenn die unter 50% zum Beispiel sind. Und dann gehen eben hier unsere Dieselgeneratoren an. Falls die Sonne mal doch nicht ausreichend scheint. Oder hier zu viel kaputt ist. Oder. Wobei das eigentlich insgesamt ganz gut aussieht. Wir sind hier bei 142, aber wir haben hier halt... Ach doch, ihr liefert sogar mit voller Pulle gerade. Na, das ist aber interessant. Habt ihr alle einen Anschluss? Ihr seid alle auch angeschlossen auf jeden Fall. Okay, wir sind nur bei plus 142, obwohl... Ja, vielleicht sollten wir uns da doch nochmal die ein oder andere Graphen-Solarzelle hinbauen, ne? Ja. Ja. Bin ich stark dafür. Machen wir das einfach mal. Und zwar... Ja, zimmern wir uns hier mal noch zwei hin. Die stehen jetzt zwar direkt neben dem Haus, aber soweit ich weiß, macht das keinen Unterschied. Der Schattenwurf vom Haus hat wohl keinen Einfluss. Nach hinten raus können wir natürlich das Ganze noch ein bisschen woanders hinplatzieren. Ein bisschen anders... ein bisschen anders aufteilen. Werden wir irgendwo unsere Solarzellenfarm haben. Aber das muss nicht jetzt sein. Das können wir später machen. So, das Ding fehlt uns noch. Fehlt uns wieder einmal Metall. CPU-Kerne haben wir ja mehr als genug. Das ist schon mal ganz gut. Wie sieht es hier aus? Die Materialien werden hier auch einmal reingeschmissen. Wir haben wunderbar Kohlenstoff-Nanoröhren. Haben wir da keinen Platz für? Wir haben tatsächlich keinen Platz für Kohlenstoff-Nanoröhren. Jetzt höre mir auf. Und dann würde ich doch vorschlagen, wir schmeißen hier hinten mal so ein ganz kleines Lager rein. Da wäre es halt auch schön, wenn sie da noch was anderes machen würden. Wenn man diese Steinchen irgendwie ausblenden könnte oder das irgendwie anders gekennzeichnet wäre oder so. Finde ich gut. Lager im Bau. Bitte nur, wo haben wir das denn? Fertigungs... Nein, auch nicht. Wo haben wir denn? Hier ist es nicht. Hier ist es auch nicht. Das ist auch nicht. Hä? Oh, was war das? Kohlenstoff-Nanoröhren. Sag mal, wie blind bin ich denn? Gekochte Baumaterialien. Schön, ja, schön. Ja, nein, Leute. Nee, nee. Ich habe keine 400 Stunden in dem Spiel. Nein, 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 nein. Das ist gerade meine erste Session. Vorher nie gespieltes Spiel. Keine Ahnung davon. So, hier schmeißen wir uns einmal fröhlichstes Metall hin und dann würde ich tatsächlich vorschlagen, hier auf die andere, Kohlenstoff natürlich, und hier auf die andere Seite, hier werden wir mal, warte mal, das kopieren wir uns einmal und setzen uns hier auch noch eins hin, aber hier gehen wir auf das besagte Metall. So, Metalllegierung, dann sitzen die hier drinnen rum und, hier draußen ist eh alles voll, das ist gut. Dann sollte das Metall ja sogar hier gelagert werden. Wunderbar. So, und ansonsten dürfte nicht genügend Stauraum, dürfte die Kacke sein, ne? Ja, ja, das ist die Kacke. Wow, da war was anderes dazwischen. Dürfte... Ach, für Holz haben wir auch nicht genug Lager. Eieieieieieieiei. Hat man natürlich wenig Sinn. Das Heu. Warte mal, Musiknacht und Silvester gleichzeitig in einer Nacht? Was ist mit euch denn los? Ja, klar könnt ihr Silvester feiern und natürlich könnt ihr auch eine Musiknacht machen. Macht ruhig alles gleichzeitig. Feier um 19 Uhr und um 0 Uhr noch Silvester. Was ist denn hier los? Das hatten wir aber auch noch nicht, Freunde. Das hatten wir aber auch noch nicht. Wir werden mal Folgendes tun. Wir werden mal hier. Dich einmal kopieren und wir setzen dich dann noch einmal hier hin.
Aber hier werden wir mal nur Heu zulassen. So, damit mal ein bisschen Heu verbraucht wird. Davon haben wir nämlich auch viel zu viel. Ganz klare Sache. Achso, er dengelt gerade hier draußen. Ich wollte gerade sagen, was macht ihr denn hier gerade? Schon wieder? Was ist denn hier los? Oh, diesmal sind aber ein paar Dicke dabei. Ei, und die stehen direkt nebenan. Uff. Tja, das ist mal eine interessante Mischung hier. Das ist mal eine interessante Mischung, sollte aber hoffentlich, was ist hier los? Hier ist auch nicht repariert. Das liegt an dem fehlenden Metall die ganze Zeit. Müssen wirklich uns um die Metallproduktion kümmern. Eigentlich auch schon seit längerem, aber irgendwie hat es bisher immer geklappt, ne? Es klappt immer so lange, bis es nicht mehr klappt. Und dann hört ihr wieder hier jemanden weinen in diesem Let's Play. Und das seid nicht ihr. Naja, Leute, wir kriegen den Angriff hier schon abgewehrt. Aber erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich für eure Zeit, eure Likes, eure Kommentare. Ein herzliches Willkommen an alle neuen Abonnenten. Schön, dass ihr jetzt auch hier mit dabei seid. Wir sehen uns in der nächsten Folge dieser 6. Staffel von Stranded: Alien Dawn. Macht's gut, bis dann, tschüss.